und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist der Weltasthmatag und deshalb möchte nicht nur ich euch etwas erzählen, sondern auch noch zwei andere. Und wir möchten euch ein bisschen etwas über die Erkrankung Asthma erzählen und diese verständlich erklären. Viel Spaß bei dem Video! Asthma ist eine chronische Erkrankung. Asthma bronchiale ist nicht heilbar. Bei manchen Menschen gehen die Beschwerden aber mit der Pubertät zurück. Dabei kommt es zu einer dauerhaften Entzündung der Bronchien mit vermehrter Schleimbildung. Bei einem Anfall ziehen sich die Muskeln um die Bronchien zusammen. Man kann schlechter atmen. Es gibt unterschiedliche Schweregrade. Manche kommen ohne Dauermedikamente aus, andere wiederum brauchen Medikamente. Darunter auch Cortison-Tabletten oder Spritzen. Tägliches Inhalieren gehört für viele zum Alltag dazu. Asthma hat viele Symptome. Darunter zählen erschwerte Ausatmung, Kurzatmigkeit, anfallsartige Atemnot, pfeifende oder brummende Atemgeräusche, was auch als Giemen bezeichnet wird, enge Gefühl in der Brust, anfallsweise trockener Husten, Reizhusten mit glasig zähem Schleim und vor allem bei chronischen Asthmakranken auch ein sogenannter produktiver Husten mit viel Schleim. Wenn ihr seht, dass es jemandem nicht so gut geht, diese Person hustet oder schlecht Luft bekommt, geht hin, bietet eure Hilfe an und fragt, ob derjenige die Symptome schon kennt oder ob diese neu sind. Oft kennen die Betroffenen ihre Krankheit so gut, dass sie selbst genau wissen, was für sie gut ist und was nicht. Es kann immer helfen, die Person emotional zu unterstützen, sie zu beruhigen und sie möglichst fern von Triggern zu halten. Beispielsweise sie in einen Bereich zu nehmen und zu begleiten, wo weniger Pollen oder kein Zigarettenrauch ist. Wenn die Symptome sich nicht durch ein Spray bessern, kann man auch durch einen Anfall ins Krankenhaus kommen. Es kann zudem dazu kommen, dass man Sauerstoff braucht. Dies ist jedoch sehr selten. Verschiedene Trigger beeinflussen das Asthma. Trigger können zum Beispiel Zigarettenrauch, Allergene, kalte Luft, warme Luft, starke Gerüche, Infekte oder Anstrengung sein. Diese sind für jeden Asthmatiker individuell. Ein Anfall kann einen aber auch einfach so überraschen. Das macht diese Erkrankung manchmal wirklich beängstigend. Neben medikamentöser Therapie kann auch Physiotherapie hilfreich sein. Es gibt keine perfekte Therapie für alle Asthmatiker. Die Therapie muss auf jeden Asthmatiker individuell zugeschnitten sein. Wenn es euch gefallen hat, teilt es gerne mit ganz vielen Leuten, wo ihr denkt, dass sie vielleicht noch etwas Aufklärungsbedarf haben, dass sie vielleicht ein wenig etwas über Asthma erfahren sollten, dass sie vielleicht auch Interesse an dem Thema haben oder einfach teilt es mit Leuten, wo ihr denkt, dass es sie interessieren könnte und hinterlasst gerne einen Kommentar, was ihr noch hinzugefügt hättet und ich hoffe, ihr habt etwas lernen können in diesem Video.